Also im Internet ist effektiv der Verkehr von Fälschungen ein anderes Problem. Wir sehen auf typischen Verkehrsplattformen, dass einzelne Leute Fälschungen verkaufen, dadurch zum Teil am größeren Stil. Ein guter Indikator, ob ich ein Problem mit einer Fälschung habe, als der Preis, den dafür geboten wird. Ich meine, wenn ich einen teuren Porsche über eBay kaufe, zu einem Bruchteil vom Preis, muss ich mir schon vorstellen, ist das richtig, ist das nicht richtig, möchte das Sinn, möchte das Käsen. Und dann muss ich schon abschätzen können, ob das ein echt ist oder nicht. Ein anderes Problem, das wir haben, das sind ganz Internetseiten, die es im Internet gibt, die nicht mehr Kontrafassungen anbieten, die quasi ausgesehen wie echt Webseiten, aber dann haben die Kriterien wie immer den Preis und auch da, wo sie sind. An dem Land, wo so gemeldet ist, was für eine Adresse benutzen, wenn sie überhaupt eine physische Adresse gehen, das sind so Indikatoren, wie zu gucken, ob der Shop dann auch existiert oder nicht. Eine andere Möglichkeit ist auch verschiedene große Hersteller, die bieten dann auch Listen an, wo hier alle guten Händler angedroht sind, wo ich nachgucken kann, ob das da ein legales Sit ist. Wenn ich das da gekauft habe, das lasse ich mir ein bisschen irgendwie zukommen, zu checken, weil das kann nicht sein, wenn es bekannte Adressen sind, dass da so ein Kolli aufhängt. Aber dann ist auch nicht direkt viel geschieht. Das Einzige, was dann geschieht, ist, dass der Parki einen Brief schreibt, dass du ein Kontrafasson Opfern Guinness, aber wenn ihr auf den Kolli verzichtet, dann verzichten sie auch auf Prostituierte. Wenn ihr natürlich gerne den Kolli hat, dann wird die normale Prostituierte deklariert. Und normalerweise verzichtet ihr dann auf, und dann hört sich die Sache niveau penal dann noch erledigt. Aber das Problem ist natürlich zu, wenn ihr dafür bezahlt wird. Natürlich, als in einer Fälschung abgesehen ist, kann ein Plan feiern bei der Police, wie auch da ist das Problem, fanden wir wirklich im Endeffekt raus, wen der Verkäufer ist, wie man gute Relationen zu dem Land für einen ersten Informationsaustausch zu machen. Das muss dann doch jeder gehen.